Hallo liebe Naturfotofreunde, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem schönen Kinzigtal. Ich bin hier in der Nähe vom Fluss unterwegs und da drüben auf dem Berg steht die Burg Hohengeroldseck. Am frühen Morgen, da hinten geht gleich die Sonne auf und da über der Burg steht ein riesengroßer Vollmond und er wird gleich genau hinter der Burg untergehen. Meine Fotopilzplanung hat gepasst und in diesem Video nehme ich euch einfach mal mit. Ich zeige euch gleich mal hier, wie ich den Shot mache, welche Einstellungen ich mache und nehme euch ein bisschen mit hinter die Kulissen. Und im zweiten Teil von dem Video später, ihr könnt gerne in der Videobeschreibung entsprechend den Zeitstempel anklicken, wenn euch der Shot jetzt weniger interessiert und ihr nur die Planung sehen wollt, dann nehme ich euch nochmal zu Hause auf dem Sofa mit und wir schauen uns nochmal die Planung in Fotopilz von diesem Shot an, wie ich das genau gemacht habe. Und dann zeige ich euch eben genau in einem Praxisteil zum Anfang und in einem Theorieteil später, wie ich eben genau dieses Bild mache. Und ja, die Kamera habe ich schon mal ausgerichtet und jetzt muss ich hier gleich nochmal checken, ob alles passt und dann geht's schon los. So Leute, die Kamera steht und es geht gleich los hier. Der Mond nähert sich immer mehr der Burg. Was habe ich jetzt hier für Einstellungen drin? Was ist bei so einem Shot wichtig? Ich habe jetzt hier im Moment eine Blende 8 eingestellt. Mein Objektiv ist sowieso ein Objektiv, das mit 7.1 an dem langen Ende am Teleobjektiv seine höchste Offenblende hat. Von daher habe ich ein bisschen abgeblendet, um eben nochmal die Schärfentiefe reinzukriegen. Und Verschlusszeit habe ich jetzt mal eine Hundertstel genommen für diesen Shot. Viel mehr werde ich nicht brauchen. Denn der Mond bewegt sich ja minimal, aber so schnell jetzt auch wieder nicht. Man könnte vielleicht auch ein bisschen länger gehen und die ISO passe ich eben einfach entsprechend an, damit die Belichtung eben schön ausgewogen ist. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir das Bild wahrscheinlich in einer Belichtung sogar hinbekommen, weil eben der Mond langsam, beziehungsweise der Himmel langsam heller wird, weil eben da hinten die Sonne aufgeht. Aber ich werde trotzdem eine HDR-Belichtung jedenfalls zur Sicherheit machen. Das heißt, drei Belichtungen, eine normal belichtet, eine überbelichtet und eine unterbelichtet. Ansonsten muss man noch hier beachten, ideal ist es natürlich, wenn man möglichst wenig Vibrationen an der Kamera hat. Das heißt, Bildstabilisator unbedingt ausmachen und vielleicht auch einen Fernauslöser benutzen. Ich habe jetzt hier eben meine Funkfernauslöser dabei. Kleine Dinger hier, die stecke ich da dran und da kann ich eben aus der Hosentasche fotografieren, ohne dass ich da irgendwie die Kamera anfummeln muss. Das ist auch ziemlich nice. Verlinke ich euch nochmal unter der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal anschauen, das Produkt, auch ziemlich gut. Und ja, jetzt wird es langsam ernst. Ich muss mal schauen, dass der Shot hier klappt. Also drückt die Daumen, dass es genau passt, wo ich stehe. Ansonsten muss ich eben nochmal ein Stück den Weg hier vorrennen, um eben die genaue Position zu kriegen. Ah, das sieht doch gut aus, oder? Das sieht gut aus. Jetzt wird es nämlich ernst. Jetzt müssen wir hier abballern. Es ist immer noch so ein bisschen von diesem Sahara-Staub, der jetzt vor kurzem hier, als ich geshootet habe, hier runtergekommen ist in der Luft. Also es ist noch ein bisschen diesig. Aber nichtsdestotrotz wird das gut hier. Ja, ich bin von der Planung her sehr zufrieden. Die Planung hat genau on point gestimmt. Gleich im zweiten Teil zeige ich euch dann im Detail am Handy, wie ich das hier geplant habe, dass ich eben genau hier stehen kann und diesen Shot machen kann. Es ist immer noch so ein bisschen diesiger Staub in der Luft, das heißt, die Bilder sind nicht so klar, wie ich es mir erhofft habe. Und ich habe auch ein bisschen zu viel gefilmt und gelabert für euch und habe dabei fast meine Shots vergessen. Also das muss man eben auch mal beachten, wenn man hier so mega multitasking-mäßig unterwegs ist. Aber nichtsdestotrotz, die Bilder sind gut geworden, schaut sie euch mal an. Und wir sehen uns gleich im zweiten Teil und dann schauen wir uns die Planung an. Also bis dahin, let's go! So, willkommen zum gemütlichen Teil. Jetzt schauen wir uns mal konkret die Planung an von dem Shot von heute Morgen. Wie habe ich das gemacht? Wie kommt man in Fotopilz eben dahin, dass man eben genau diesen Mond genau über dieser Burg hinkriegt? Du kannst das natürlich als Transferwissen nutzen für deine eigenen Planungen, um eben zu schauen, okay, wie geht das? Was muss man da beachten? Ich werde auch ein paar Fragen beantworten, die öfter mal in dem Kontext kommen. Und wenn du mit der Fotopilz-App eben schon ein bisschen Erfahrung hast, dann bleib dran und schau dir das an. Wenn du da vielleicht noch ganz unerfahren bist und sagst, okay, ich muss erstmal so die Basics verstehen, wenn du vielleicht im Laufe des Videos merkst, okay, ich komme gar nicht mit, was der macht, weil ich jetzt natürlich schon ein bisschen Vorwissen voraussetze, dann keine Panik, klapp mal die Videobeschreibung unter diesem Video auf. Da habe ich dir meine Playlist auf YouTube hier verlinkt, Fotopilz verstehen. Da ist unter anderem mein fünfteiliger Grundkurs drin mit eben den Basic-Videos, wo ich euch diesen Planer eben von vorne bis hinten ganz einfach und nachvollziehbar erkläre. Und dann kommt ihr eben ganz einfach rein.
und können dann eben in die erweiterten Planungen reingehen, wie jetzt zum Beispiel in diesem Video hier. Also eben weitere Videos zu Photopills, auch die Basics, unten verlinkt. Und jetzt springen wir mal rein und legen los mit dieser Planung hier. Das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist unseren Fotospot, den wir uns ausgesucht haben, irgendwie in Photopills lokalisieren, damit wir da eben entsprechend einen Pin draufsetzen können. Da gibt es verschiedene Wege, wenn es als POI in der App markiert ist, darüber laden oder einfach über die Suche in Photopills suchen. Am einfachsten ist es, oder ich mache es meistens so, da ich die Spots eh in Google Maps schon markiert habe, dass ich mir einfach von da die Koordinaten entsprechend raus exportiere oder eben in Photopills reinschiebe. Machen wir jetzt einfach mal, ich habe ja Google Maps offen und habe eben die Burg Hohengeroldseck mal rausgesucht. Das ist eben die Burg, die ich heute Morgen fotografiert habe. Und die ist jetzt natürlich schon, weil das eine Sehenswürdigkeit ist, entsprechend von Google selber eingetragen, hier mit Öffnungszeiten und bla bla. Und bei solchen von Google selbst angelegten Spots sind meistens keine Koordinaten dabei. Macht aber nichts, denn ich lege einfach meinen Finger aufs Handy, drücke ein bisschen länger und mache mir einfach so 3 Meter neben dieser Burg einen Merker hin, gesetzte Markierung, wenn ich da hochschiebe. Bei den Android-Handys sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, aber die Funktionalität müsste gleich sein. Sehe ich jetzt hier entsprechend immer in Klammern gesetzt, diese langen Zahlen, das sind die Koordinaten. Die kann ich mir jetzt einfach kopieren, Google Maps zu, wechsle nach Photopills, öffne dort meinen Planer. Da sitzt jetzt der Pin eben irgendwo, wo ich letztes Mal was geplant habe. Und jetzt gehe ich ganz unten im Menü auf Laden, der dritte Button von rechts, ganz unten unter dem Zeitstrahl. Zack, Adresse suchen. Füge einfach diese Koordinaten ein, tipp drauf, boom, und zack, bin ich eben auf der Burg genau da, wo ich hin will. Das heißt, Schritt 1 schon mal erledigt, wir haben einen Pin auf unser Motiv gesetzt. Das Zweite ist, und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, und das kann man auch ausschließlich in der App nicht wirklich machen, weil das setzt einfach die Kenntnis der Location vor Ort voraus. Ja, wo stellen wir denn unsere Kamera hin? Von wo kann ich denn in 2, 3 oder 4 Kilometer Entfernung mit einem Teleobjektiv auf diese Burg ziehen, dass sie vor freiem Himmel steht und das auch noch in der Himmelsrichtung ist, wo theoretisch ein Mond auf- oder untergehen könnte. Also alles, was nicht in dem nördlichen Korridor ist, ist da dem Grunde nach geeignet. Dazu muss man eben wirklich vor Ort sein und mit offenen Augen Photopills-mäßig durch die Welt gehen und einfach mal schauen, okay, wo könnte denn hier Möglichkeiten sein? In dem Beispiel bin ich eben auf der Autobahn mal gefahren, habe eben rechts gesehen, okay, da oben auf dem Berg, weit weg, da thront diese Burg, habe eben dann nach links geschaut und gemerkt, okay, da ist freies Feld, das sind Wege, wo man laufen kann und spazieren gehen kann. Das wäre ja ideal, um mich da hinzustellen. Dann habe ich nämlich auch nach links und rechts mit meiner Kamera auch ein bisschen Spiel, falls ich eben doch nicht 100.000%ig korrekt stehe, und eben auch mal vielleicht noch mal ein bisschen laufen muss, um eben den Mond in verschiedenen Positionen hinter der Burg eben genau fotografieren zu können. Denn die Planung wird ziemlich 98%ig funktionieren, aber so ein klein bisschen Restspiel ist eben immer noch. Das heißt, wenn du deine Kameraspots überlegst, wo kannst du dich mit der Kamera hinstellen? Immer überlegen, okay, stehe ich irgendwo, wo ich, wenn ich 2 Meter nach rechts gehe, schon irgendwie einen Baum habe und links auch einen Baum oder eine Mauer oder irgendwas, wo ich gar nicht gescheit mich bewegen kann. Also ein bisschen Aktionsradius um dich rum ist nie verkehrt bei sowas. Das heißt, Vor-Ort-Recherche kann ich hier dir nicht abnehmen bei deinen Spots. In dem Fall, um das jetzt mal abzukürzen, ist quasi hier am Ort Biberach ist quasi der Fluss, die Kinzig, die hier durchläuft und links und rechts davon sind eben diese Spazierwege. Und ich habe eben gedacht, dass ich mich da hinstellen könnte. Das heißt, ich muss jetzt quasi einen zweiten Pin freischalten und den da hinstellen als meinen Kamerastandort. Dann nehme ich mir den schwarzen Pin. Und den kriege ich eben oben in den Infopanelen unter dem Wort Planer, wo jetzt die Sonne und Mondzeiten drinstehen, wische ich eben mal rüber, bis ich hier im zweiten Panel bin. Und das aktiviere ich, indem ich auf den roter Pin, schwarzer Pin Button drücke, unter dem Wort zurück. So. Und jetzt sehe ich schon ganz unten auf der Karte, ist mir so ein schwarzer Pin hingeworfen worden. Der wird einfach erstmal irgendwo auf die Karte geknallt, das macht aber nichts. Den fasse ich jetzt an und stelle den einfach mal irgendwo auf diesen Spazierweg, zum Beispiel hier. Weil ich denke, okay, von da aus könnte das funktionieren und jetzt müssen wir eben im nächsten Schritt testen, ob das denn wirklich geht oder ob ich den vielleicht nochmal umpositionieren muss. Wenn ich jetzt rauszoome, sehe ich, okay, wir haben 2 Pins, schwarz für den Kameraspot und rot für den Motivspot. Wer sich jetzt mit Photopills schon näher beschäftigt hat, der weiß natürlich in dem Moment, das ist ja verkehrt rum. Rot muss die Kamera sein und schwarz muss das Motiv sein. Ist aber kein Problem, denn es gibt ja einen Pin-Switch-Button auf der Karte, womit man das einfach umdrehen kann.
Das ist hier schon neben dem Plus-Button, ist das schon aktiv. Das ist dieser Button, wo die zwei Pins mit diesen Wechselpfeilen oben drüber drauf sind. Wenn der jetzt gerade bei dir nicht zu sehen wäre, kannst du den aktivieren, indem du rechts davon auf den Plus-Button drückst. Und dann kommen eben diese verschiedenen Kartenoptionen und da findest du auch diesen Button, jetzt hier der zweite von rechts in dem Beispiel. Und wenn ich da einfach drauf tippe, blub, dann wechseln die Pins einfach ihre Position und ich habe genau die Ausgangslage, die ich jetzt brauche, um konkret jetzt nach Daten für den Mondstand zu suchen. Bevor wir jetzt ganz unten links über die Finden-Funktion uns einfach mal verschiedene Daten auswerfen lassen und dann die Feinplanung machen, müssen wir uns erstmal kurz überlegen, okay, wir werden gleich nach Azimut und Höhe vom Mond suchen. Azimut ist eigentlich klar, das bleibt gleich, das ist die Himmelsrichtung. Die ändern wir ja nicht, sonst würden wir ja an der Burg vorbeischießen. Aber wir müssen uns erstmal überlegen, okay, wie hoch soll denn der Mond überhaupt stehen? Die Burg ist ja oben auf einem Felsen oder auf einem Berg und ich bin unten im Tal. Muss ich diesen Höhenunterschied in meiner Kalkulation schon einpreisen? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Die Antwort ist nein. Das Gute ist, das macht Fotopilz von selber, weil Fotopilz liest ja quasi die Landkarte, in dem Fall ja Google Maps, aus. Und das sind ja natürlich die entsprechend topografischen Unebenheiten und Höhenunterschiede sind da ja schon entsprechend eingerechnet. Das heißt, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das sehen wir auch dadurch, indem wir uns oben jetzt in diesem roter Pin, schwarzer Pin Panel einfach mal die Daten anschauen, die da drin stehen. Wir sehen links Distanz 3,3 Kilometer, das ist die Entfernung von Pin zu Pin. Das ist schon mal ganz gut, um einen riesengroßen Mond hinzukriegen. Rechts sehen wir Höhenunterschied 291 Meter. Das ist eben genau der Höhenunterschied von dem Boden, wo ich unten im Tal stehe mit meinem roten Pin, zu dem Boden oben auf dem Felsen. Das ist nicht die Höhe der Burgmauer, sondern nur die Höhe von dem Boden. Ja, weil die Landkarte weiß ja nicht, was für Gebäude da drauf gebaut sind. Die kann ja nur wirklich den Boden abbilden. Das ist wichtig. Und dann sehen wir Höhe Mond. In dem Fall jetzt 2 Kilometer über Schwarzer Nadel. Das ist das, was wir gleich feintunen müssen. In Klammer, das ist jetzt wichtig, Größe 30,1 Meter. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal überlegen, wenn wir gleich in der Finden-Funktion eine entsprechende Höhe des Mondes über der schwarzen Nadel angeben, zu der wir uns Daten auswerfen lassen wollen, wie hoch soll denn der Mond stehen? Wir haben jetzt gelernt, erstens, die topografischen Unterschiede können wir vergessen. Das klammern wir einfach im Kopf aus, müssen wir nicht dran denken. Zweiter Schritt, wir müssen überlegen, wie hoch sind denn die Burgmauern? Das kann man jetzt entweder, je nachdem, wie bekannt diese Sehenswürdigkeit ist, entsprechend online recherchieren. Man kann auch mit einem Maßband hochklettern. Oder man schätzt einfach grob. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass diese Burgmauern in dem Fall vielleicht maximal 15 Meter hoch sind. Das heißt, der Mond müsste ja schon mindestens 15 Meter über dem Boden stehen, damit er überhaupt oben drüber rausguckt. Und die Höhe des Mondes, die geht immer von der Mitte des Mondes aus. Also nicht von der unteren Kante, sondern von der Mitte des Mondes. Und wir haben eben gesehen, die Größe des Mondes sind 30 Meter. Das heißt, ich muss quasi schon mal den Durchmesser von 30 Meter durch 2 teilen, um den Radius zu kriegen, also quasi von Mitte bis untere Kante des Mondes. Das wären in dem Fall 15 Meter. Und die Burgmauer ist auch 15 Meter hoch. Das heißt, jetzt mal rechnen, vom Boden 15 Meter hoch bin ich an der oberen Kante der Burgmauer und dann nochmal 15 Meter hoch bin ich an der Mitte des Mondes. Das heißt, die untere Kante des Mondes liegt genau auf der Burgmauernkante auf. Das heißt, wir hätten quasi 15 plus 15, das heißt, wir hätten eine Höhe von roundabout 30 Metern vom Mond, das eben genau auf der Burg aufliegt. Wenn er ein bisschen drüber stehen soll, addieren wir noch ein bisschen was dazu. Ich würde es in dem Beispiel einfach mal sagen, wir gehen von einer Mondhöhe von 40 Metern aus. Und nachdem wir diese Vorüberlegung jetzt gemacht haben, gehen wir jetzt unten links in der Menüleiste in die Finden-Funktion und schauen mal, ob wir da hinkommen. Also, wir gehen unten auf Finden und Mond bei Azimut und Höhe. So. Oben Zeitperiode, kurz mal darauf achten, dass hier auch was Sinnvolles drinsteht und nicht irgendwie was, was schon 5 Jahre her ist. Ich mache meistens einen 2-Jahres-Korridor rein, dass ich ein bisschen in die Zukunft planen kann. 1. März 22 bis 1. März 24, das funktioniert. Azimut haben wir jetzt entsprechend die Himmelsrichtung von roter Pin zu schwarzer Pin. Das sind diese 258 Grad. Wenn wir uns daran erinnern, dass quasi der Azimut einfach die Himmelsrichtung in Grad ist, Norden ist 0, Osten ist 90, Süden 180, Westen 270 und jetzt sind wir ein bisschen unterhalb von Westen, also 258, dass man das einfach einordnen kann, was ist das überhaupt. Das lassen wir natürlich so stehen und dieser blaue Korridor links und rechts von dieser gestrichelten Linie, das ist eben die Toleranz von, das sehen wir jetzt oben, wo Azimut drin steht, von plus minus 3 Grad. Da gehen wir jetzt einfach mal ganz unten in das Feld numerisch,
1, 2, 3 numerisch, ganz rechts unten. Und dann können wir das entsprechend ändern. Den Azimut lasse ich natürlich drin. Die Frage ist, wie viel Toleranz können wir hier ertragen? Hier kann man meistens, meiner Erfahrung nach, zwischen 0 und 3 Grad so ein bisschen auswählen. Und es hängt davon ab, wie viel Raum habe ich denn, wie viel Aktionsradius habe ich denn, um an meiner Stelle, wo die Kamera steht, noch ein bisschen nach links und rechts puffern zu können. Denn da kann ich natürlich auch entsprechend eine höhere Fehlertoleranz eingeben, zum Beispiel 3 Grad. Damit werden wir jetzt mal arbeiten. Und da kann ich nämlich viel, viel mehr Ergebnisse erzielen, potenzielle Ergebnisse, als wenn ich das ganz, ganz eng einschränke. Weil da kann ich quasi dem Mond noch ein bisschen Spiel geben, ob er eben bis links und rechts über der Burg steht. Und ich kann das entsprechend dann ausgleichen, indem ich meinen Kamerastandort entsprechend nach rechts oder links nochmal verlagern kann. Sehen wir jetzt gleich in der Feinplanung. Also mit 3 Grad würde ich arbeiten, wenn ich ein bisschen links und rechts noch Aktionsradius habe, wo ich laufen kann. Nächster Tipp auf die Höhe. Und da gehen wir auch wieder unten auf 1, 2, 3 numerisch. Und bei scheinbarer Höhe über blauer Stecknadel, also in dieser Finden-Funktion ist die schwarze Stecknadel, der schwarze Pin, eben blau ist ja immer noch dasselbe. Also blauer Stecknadel, einfach schwarze Stecknadel denken. Und da müssen wir jetzt reinschreiben, wie viel Meter soll das denn sein? Und da kommt jetzt das ins Spiel, was wir vorhin als Vorüberlegung gemacht haben, mit diesen ganzen Höhenberechnungen. Wir hatten ja gesagt, 40 Meter wollen wir mal annehmen. So, das heißt, wir machen 40 Meter rein. Fehler lassen wir auch nochmal plus minus 1 Grad laufen, weil so viel Höhenspielraum will ich ja jetzt nicht haben. Und damit gehen wir jetzt einfach mal rein und schauen, was kriegen wir denn da ausgeworfen. Ganz rechts oben ist eben jetzt das Lupensymbol. Und da kriegen wir jetzt verschiedene Daten ausgeworfen. Die sind jetzt chronologisch sortiert, von alt nach neu, innerhalb von dem Zeitkorridor, den wir vorher eingestellt haben. Da wir natürlich einen Vollmond fotografieren wollen, gehen wir jetzt einfach mal ganz rechts in der Tabelle. Die Tabelle hat Überschriften, Datum, Azimut, Höhe und Phase. Und ganz rechts tippen wir mal auf das Wort Phase, einfach zweimal drauf. Und dann werden die Mondphasen absteigend angeordnet. Phase, Tipp, Tipp. Und jetzt sehe ich quasi alle Vollmonde, wo das möglich ist. Und die farbliche Unterlegung dieser Mondphasen, die zeigt mir eben, welche Tageszeit ist das. Ja? Zum Beispiel jetzt hier am Freitag, 1.9.23 um 7.40 Uhr unter diesem ausgegrauten 19.3.22 ist es hellblau. Hellblau ist Tag. Tag bringt uns nicht viel in der Regel. Ein etwas dunkleres Blau ist dann schon Richtung blaue Stunde und ein ganz dunkles Blau ist schon, ich sag mal, sehr blaue Stunde. Und das Orange, das ist das Interessante, das ist ja eine goldene Stunde, das ist meistens dann, wenn eben auf der anderen Seite vom Himmel die Sonne schon am Aufgehen ist und auf der gegenüberliegenden Seite der Mond am Untergehen ist, weil was eben immer so ist, wenn Vollmond ist. Das sind quasi die orangenen Zeiten, das ist das, was wirklich interessant ist. Und das, was hier ausgegraut ist, das ist deswegen ausgegraut, weil ich das Video jetzt an einem Datum aufnehme, was nach diesem Tag liegt. Ja, also heute ist der 20.03.22. und eben nicht der 19.03.22, wo ich das aufnehme. Das war aber genau der Tag, an dem ich den Shot gemacht habe. Es war quasi, ich habe vorhin gelogen, glaube ich, es war nicht heute früh, sondern es war gestern, aber ist auch egal. 19.03.22, 6.36 Uhr würde der Mond eben bei den Daten entsprechend stehen. Und da tippen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann wirft uns Fotopilz das genau in unseren Planer rein. Wir schauen mal unten auf den Zeitstrahl. Wir sehen Samstag, 19.03.22. um 6.36 Uhr. Und wir sehen auch, der Mond ist quasi in dem orangenen Bereich auf dem Zeitstrahl und er überlappt sich quasi fast mit der Sonne. Du siehst, der Mond kommt quasi im Zeitstrahl unten, die hellblaue Linie kommt quasi von oben runter und taucht unter den Horizont und die Sonne kommt eben von unten und taucht über den Horizont drüber. Also ideale Bedingungen, wenn die beiden sich treffen, denn der eine ist im Osten, da geht die Sonne auf und der Mond ist im Westen, da geht der Mond unter. Das heißt, wir haben eine schöne Lichtstimmung und müssen eben nicht mehrere Belichtungen machen, sondern wir können das, so wie ihr heute Morgen gesehen habt, gestern gesehen habt, in einer Belichtung machen. Und jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das denn jetzt alles so stimmt. Wenn ich jetzt mal oben schaue, in meinem roter Pin, schwarzer Pin Infopanel, dann sehe ich jetzt, die Höhe Mond ist 86 Meter über der schwarzen Nadel. Wir wollen aber 40 Meter haben. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal in die Mitte von unserem Zeitstrahl mit dem Daumen drauf tippen und kurz gedrückt halten, damit wir quasi von dem 24-Stunden-Korridor auf den 15-Minuten-Korridor gehen. So. Und jetzt können wir das nämlich viel filigraner verschieben. Und wenn ich jetzt den Zeitstrahl mit dem Daumen von links und rechts verschiebe, ja, Batterie fast leer, ist okay,
dann bewegt sich oben eben auch die Höhe des Mondes mit. Also einfach mal unten verschieben und oben die Zahlen beobachten. Und wir sehen schon, wenn ich das nach links schiebe, geht es weiter runter. Das heißt, wir gehen jetzt mal so hin, bis wir 40 Meter haben. Ja, so. Ja, so ungefähr. Und was wir jetzt machen ist, wenn das nicht vorher schon aktiv war, wir gehen auf den Plus-Button über den Zeitstrahl und nehmen jetzt ganz rechts hier den rechtesten Button. Das sind die erweiterten Azimut-Linien. Das sind die gestrichelten Linien. Die müssen wir jetzt aktivieren. Und ich sage dir auch gleich warum. Denn jetzt müssen wir nochmal in den Pin-Switch-Button gehen und unsere Pins einfach nochmal umdrehen, um eben die Feinplanung zu machen. Das ist Trick 17, um eben nicht hier ewig rumjustieren zu müssen. Wir switchen die Pins nochmal und jetzt sehen wir quasi, wenn wir auf den schwarzen Pin reinzoomen, dass diese gestrichelte Linie entsprechend weiter unten unseren Weg schneidet, wo wir die Kamera draufstellen. Das heißt, ich muss jetzt meinen schwarzen Pin entsprechend, um eben auf die 40 Meter Mondhöhe zu kommen, entsprechend variieren. Ich fasse den an und setze ihn eben genau auf diese gestrichelte Linie, wo sie den Weg kreuzt. Und jetzt drehe ich meine Pins direkt wieder um, dass da der rote wieder sitzt. Wieder mal den Pin-Switch-Button drücken, zack. So. Und jetzt sehe ich oben Höhe Mond 54 Meter über schwarze Nadel. Das heißt, es stimmt noch nicht ganz. Das heißt, ich nehme wieder unten meinen Zeitstrahl, schiebe wieder ein bisschen nach links, bis ich 40 Meter habe, wechsle meine Pins, gehe nochmal rein auf den schwarzen, mache den nochmal ein paar Meter weiter rüber. So, wechsel wieder die Pins und jetzt habe ich 41,5 Meter über schwarzer Nadel und das ist schon mal ganz gut, damit kann man arbeiten. Ich werde es nicht genauer eingrenzen, denn ich habe links und rechts noch ein bisschen Spiel auf dem Weg. Wenn ich jetzt auf die Burg einzoome, dann sehe ich schon, der Mond geht genau oben drüber. Und zwar, wir sehen es oben im Infopanel, 41,5 Meter über schwarzer Nadel. Das ist perfekt für den Shot, den wir realisieren wollen. Und damit kann ich jetzt planen. Jetzt weiß ich, ich muss am Samstag, 19.03.22, sehen wir unten auf dem Zeitstrahl, um 6.42 Uhr, muss ich Gewehr bei Fuß stellen mit meiner Kamera, um eben genau diesen Shot machen zu können. Diese dicke blaue Linie, die du jetzt eben auf dem Planer siehst, das symbolisiert die Größe des Mondes. Also so dick im Verhältnis zur Burg wird bei diesem Shot der Mond sein. Wenn du das nicht sehen solltest, das kann man einstellen in den Karteneinstellungen über dem Zeitstrahl ganz rechts neben dem Plus-Button, sind diese zwei übereinanderliegenden Quadrate, das sind die Karteneinstellungen. Wenn ich da jetzt bei Mond reingehe, dann kann ich hier zeige Mondgröße bei Optionen ein- und ausmachen. Wenn das aus ist, einfach mal anmachen und dann sehe ich eben diese Linien. So, jetzt könnte man noch überlegen, wie viel Brennweite brauche ich denn dafür? Reichen 300? Brauche ich eher 600? Muss ich einen Konverter dran schrauben, dass ich vielleicht 1000 brauche, um da wirklich ein gescheites Bild hinzukriegen? Welches Objektiv nehme ich mit? Und das können wir uns auch schon mal vorab simulieren. Wir gehen auch nochmal in die Karteneinstellungen, wo wir eben waren. Und bei Kartenwerkzeuge ist jetzt gerade keiner markiert. Und da gehen wir jetzt mal auf FOV, Field of View. Und jetzt wird oben quasi ein neues Infopanel eingeblendet. Und da sehen wir verschiedene Parameter. Wir gehen jetzt von links und rechts mal kurz durch. Links ist die Kamera. Du tippst einfach drauf und gibst deine Kamera ein, die du hast. Bei mir jetzt eben die EOS R6. Dann deine Brennweite, die du hast. Nächster Punkt. Meine längste Brennweite an dieser Kamera sind jetzt 500 mm. Das mittlere Feld, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir können daneben Querformat, Hochformat wechseln. Und jetzt kommt das Wichtigste. Fadenkreuz, da müssen wir drauf gehen. Und das muss immer mit schwarzem Pin ausgerichtet sein. Mit dem schwarzen Stift ausrichten, tippen. Und dann ist das quasi genau mit diesem schwarzen Pin ausgerichtet. Und was wir jetzt sehen, ist Folgendes. Wir sehen quasi diese weißen Linien, die quasi oben und unten von der gestrichelten Linie laufen. Und das ist eben genau der Bildausschnitt, den ich von meinem geplanten Fotospot aus auf die Kamera kriege, wenn ich mit meiner R6 und einer 500 mm Linse im Querformat fotografiere. Wenn ich jetzt oben bei den Kameraparametern von Querformat auf Hochformat wechsle, dann wird der Korridor entsprechend kleiner. Warum? Naja, weil ein Hochformat eben schmaler ist als ein Querformat. Ich gehe wieder auf Hochformat zurück. Und wenn ich jetzt sage, oh, das ist mir zu wenig Brennweite, ich will näher an die Burg ran, gehe ich mal oben drauf und sage, okay, ich hätte jetzt zum Beispiel noch ein 800er daheim liegen. Als Beispiel habe ich jetzt persönlich nicht, aber 800, zack. Und dann wäre das Ganze schon mal eingedünnt. No.
gehe ich nochmal auf Hochformat und dann habe ich Press die Burg drin mit einem 800. Du müsst übrigens den Crop-Faktor von deiner Kamera bei den Brennweiten nicht mit einrechnen. Dadurch, dass du eben aus dem Menü deiner Kamera auswählen kannst, merkt Photopilz automatisch schon, ah ja, das ist eine APS-C-Kamera oder eine MFT oder eine Vollformat oder whatever. Also da keine Gedanken machen, wirklich die Brennweite eingeben, so wie sie aus dem Objektiv, wie sie auf dem Objektiv steht. Genau, und dann kann es losgehen. Du weißt genau, wann du wo stehen musst. Dann nur noch unbedingt vorher die Wettervorhersage checken, nochmal ein paar Satellitenbilder abchecken, vielleicht morgens, ich habe mir jetzt gestern zum Beispiel um 5 Uhr den Wecker gestellt, habe nochmal irgendwie 2 Sat-Bilder und 3 Vorhersagen gecheckt, nochmal rausgeguckt, weil ich jetzt auch nicht so weit weg davon wohne und gemerkt, okay, es läuft. Und dann eben Rucksack packen, noch was frühstücken und ab geht's. Genau, soweit zur Planung. Wenn du noch Fragen hast, schreib es gerne mal in die Kommentare, schreib auch gerne mal rein, welche Pläne du in nächster Zeit noch vorhast. Und ich hoffe, das war hilfreich für dich. Ich freue mich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, den Kanal abonnierst. Wenn du meinen Kanal noch weiterhin unterstützen willst, vielleicht auch über das Abonnieren hinaus, überleg mal, ob vielleicht eine Kanalmitgliedschaft was für dich wäre. Da kannst du unter dem Video einfach auf Mitglied werden drücken und da kommt nochmal ein kurzes Infovideo, was das eigentlich sein soll. Gut, an dieser Stelle sage ich wie immer, peace out und ciao und bis zum nächsten Mal.